zu einem neuen Video. Beide Rechner hier. Er hier kriegt jetzt eine SSD und er hier unten kriegt ein neues Netzteil. Ja, ihr seht nichts, ich weiß. Und das ist in dem Karton hier drin. Das werde ich jetzt einmal auspacken. Was haben wir denn da? Wir haben einmal ein Korsche-Netzteil. Mal rausholen, ist schwer. Und eine kleine SSD, 240 GB von Kingston. Im Moment meine Lieblings-SSD. Günstig und gut. Wie gesagt, die erste habe ich im Dezember 2018 geholt. Die werkelt hier drin. Und die wird jetzt in dem Rechner drin werkeln. 3 Jahre Garantie hat das Ding. Und ja, bisher keine Probleme. Hab die auch bei Bekannten eingebaut. Bisher auch keine. Wir sind ja viel später dran, da ich die Akkus bei der Kamera durchladen musste und auf beiden Kameras waren die Karten voll. Und wobei ich stehen geblieben genau. Ich wollte nur sagen, die funktioniert ohne Probleme. Also toi toi toi. Deswegen, das ist hier im Moment meine Lieblings-SSD. Ja, wie gesagt, die SSD hier für den jetzigen Render-Sklaven. Das Netzteil wandert jetzt in dem Rechner rein, interessanterweise. Jetzt läuft er wieder. Ja, ich. Läuft gerade ein neues Event von Adventure Capitalist. Ich habe keine Ahnung, was er hier hat. Einzige. Er bläst viel. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein thermisches Problem ist, weil ich habe gelesen, der Kühler, der da auf der CPU verbaut ist, der, ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege den Box gekauft hat, denk mal schon, der wird als nicht ausreichend geachtet. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich da die Tage mal vielleicht mal einen Kühler besorge. Aber jetzt diesen Monat geht nichts mehr. Da habe ich mein letztes Budget in die beiden Sachen reingesteckt. Wie gesagt, er sollte eine SSD kriegen. Das ist jetzt ein, ich wette, wahrscheinlich auch zu unterdimensioniert. Ein Corsa-Netzteil, 54 Watt. Hat ein paar Watt mehr als das jetzige eingebaute. Weil ich habe mich vorher erkundigt und was man am besten zu dieser CPU nehmen sollte für ein Netzteil. Und da hat man dann gesagt, hier minimals, wie gesagt, 450. Und das war gerade im Budget drin. So, ich habe den Kollegen gefragt, aber der hat sich dann schon gemeldet gehabt, als ich das hier schon bestellt hatte. Und der meinte, ich sollte da mindestens 700 Watt nehmen. Kein Problem, das rauscht dann nächsten Monat, / übernächsten Monat rein. Aber dieses Netzteil hat jetzt, wie gesagt, ein paar Watt mehr. Und das ist ja nicht umsonst, weil nämlich, wenn dann da ein neues reinkommt, dann wandert das wieder in einen anderen Rechner rein. Also ich habe ja genug Rechner, beziehungsweise im Moment sogar Boards, die keine Netzteile haben. So geht das. Gut, dann würde ich sagen, ich packe das Ganze mal eben aus. Also apropos aus, jetzt muss ich nämlich gleich da wieder schrauben, da wird schneller werden. Der Game-Rechner wird dann vielleicht so, ich weiß nicht, wie schnell ich bin mit Ab- und Einbauen. Ich sag mal vielleicht eine halbe Stunde, wenn alles so gut geht. Und bei ihm wird es ein bisschen länger dauern, da ich ja dann noch nicht nur die SSD verbauen muss, ich muss vorher auch noch, ich habe das Ding erst vorher vor ein paar Tagen installiert und eingerichtet. Da muss ich dann gucken, dass ich das dann hier wieder klone. Da kam ich gerade nicht drauf. Was steht jetzt hier wieder drauf? 10 mal schneller als eine Standard 7200 RPM HDD. Ja, ich werde dann gleich erstmal hier noch, bevor ich das Ding hier ausbaue, werde ich gleich erstmal hier noch einen Benchmark laufen lassen. Und dann, wenn die eingebaut ist, noch einen Benchmark werde ich dann laufen lassen, damit wir dann die Unterschiede sehen können. Wie gesagt, ich weiß, die SSD ist in dem Rechner sehr schnell, da ich ja, wie gesagt, baugleiche SSD vorher hier drin hatte, als das jetzt zuletzt der Gaming-Rechner gewesen ist, der eigentlich nie zum Einsatz gekommen ist, seitdem er hier ist, also seit März. Ja, dann sage ich mal,
dank des des Videoschnittprogramms, der Magie des Videoschnittprogramms, werdet ihr mich in ein paar Sekunden wiedersehen. Ich mich, je nachdem, was gleich alles dazwischen kommen wird, wahrscheinlich erst in ein paar Stunden. Vorsichtig geschätzt. Ich glaube, der hat eher ein thermisches Problem, der Mann hier, du. Meine Herren, produziert er eine Hitze. Ich lege hier gerade nur mal Hand auf und... Oh, also hier... Also ich könnte hier oben, hier, wenn ich hier mal drauflege, könnte ich, glaube ich, könnte ich mir Essen warm halten, haben wir also. Wow. Also, ich glaube, ich werde mir hier mal einen anderen Lüfter besorgen. Demnächst, weil hier so... So, wo ungefähr die CPU angesiedelt ist hier, die Ecke ist verdammt warm. Und das, obwohl wir hier unter 20 Grad haben. Wow. Also deswegen vermute ich mal Thermik oder Netzteil. Eins von beiden. Ich würde eher jetzt vermuten, die Thermik ist es. Okay, werde ich mal im Auge behalten. Und da ist er wieder. Auf dem Tisch. Ich habe zwar jetzt gesagt, in ein paar Minuten oder ein paar Sekunden seht ihr, wie das Netzteil eingebaut ist, aber ich glaube, ihr seht dann eher, wie wir nochmal reingucken werden. Das alte Netzteil. Uns angucken. Und oi, oi, oi. Mit einer Hand ganz schwer. Ich lege euch mal hier hin. Ja, stimmt ja, da war ja was. So ein Molex-Steckerleinchen. Und den Stuhl muss ich auch die Tage mal austauschen. Den habe ich vor 22 Jahre auf dem Sperrmüll gefunden habt, der quietschende hier. Waren drei Stück, oder waren es vier? Ne, drei habe ich mitgenommen und das ist der letzte Überlebende. So. Und dieser Lüfter hier. Ich sage hier die Ecke hier. Ja, man merkt das noch. Hier, die war ziemlich warm. Und ich habe mich mal schlau gemacht und in diversen Foren wird gesagt, für die CPU, also ich hab den Kollegen jetzt mal gefragt, das ist ein Boxed-Lüfter, der war bei der CPU dabei gewesen und die sagen alle im Forum, was ich so gelesen habe, dass der Lüfter für die CPU zu unterdimensioniert ist. Also ist hier demnächst noch ein Lüfter-Update dran. Ui. Aber jetzt erstmal hier das Netzteil hier austauschen hier. Wie gesagt, 430 Watt. Weil mir ist aufgefallen hier, tagsüber habe ich die Probleme und jetzt so, wenn es hier, so wie jetzt die Richtung, wir haben es mal geschafft, dass wir jetzt fast an die 15 Grad hier oben kratzen. Im Moment so 17 haben wir jetzt hier so ungefähr, glaube ich. Ihr müsst es besser sehen, weil von hier aus sieht es immer ein bisschen anders aus, der Blickwinkel. Und wenn es hier oben kälter wird, dann habe ich nachts keine Probleme. Auch wenn ich hier den Ventilator davor stelle und dann mal reinblasen lasse, dann geht das. So. Deswegen aber das Netzteil geht raus, weil wegen das andere hat ein paar Watt mehr, nämlich 20, also 54. Aber hier kommt die Tage auch noch ein besseres Netzteil rein. Und das habe ich jetzt erstmal auf die Schnelle organisiert. Und da mein Budget nicht diesen Monat nicht viel hergegeben hat. Das reicht ja gerade mal für die SSD und fürs Netzteil. Die SSD wollte ich mir für den anderen Rechner nur holen. Und deswegen nur 450 Watt. Ja, aber macht, was ihr wollt, ne? So, und spätestens, wenn eine andere Grafikkarte reinkommt, dann brauche ich mehr Power unter der Haube. So, und warum ich noch das andere Netzteil mir besorgt habe, ist, dieses Netzteil hat nur einen PCI-Anschluss. Der zweite Anschluss wird hier über einen Adapter
hier realisiert. So, und da habe ich mir gedacht, ein Adapter weniger ist dann auch schon besser. Aber jetzt baue ich das Teil aus. Hier, Munich, München. Was ist das hier für ein Netzteil? Thermaltake, Supports, Core. Gucken wir gleich mal, was es supportet, wenn es ausgebaut ist. So. Und das andere gucken wir uns gleich auch mal kurz an. Jetzt können wir besser sehen, was da oben drauf steht. Thermaltake, cool all your life. Supports Intel Core Inside und noch ein Intel Core Inside. 3 Jahre Thermaltake Garantie. Ready RAP. Was für ein Ding? Lot 6. 80 plus. So, das wandert dann in anderes Gehäuse rein, was ich dann gleich auch noch holen werde. Dann können wir nämlich das andere Board, was ich momentan noch in der Verpackung habe, einbauen. Und immer und irgendwie immer, wenn ich die Aufnahme einschalte, dann fängt die Uhren zu bimmeln draußen in der Kirchturm oder umgekehrt. Unbewusst mache ich dann die Aufnahme an, wenn der Kirchturm bimmelt. Jetzt haben wir gerade 22 Uhr. Lass mal gucken, wie geht das Ding jetzt hier auf immer? Ach, so geht das auf. Okay. Ich habe jetzt gedacht, so rum. Nein, das ist mal was anderes. Sonst kann ich die Netzteilkartons immer hier so aufgehen. Heute mal anders. Very important. Oh, eine dicke Liste hier. Very important. Information, alles in Französisch, Niederländisch. Wo sind wir denn jetzt hier? Das könnte Arabisch sein. Das könnte jetzt Chinesisch sein. Koreanisch vermute ich jetzt mal. Wer sind Sie denn, Herr Sophie? Aber nichts German. Nichts German, nichts Englisch. Ach, hier vorne. Englisch, Französisch, Deutsch. Glaube ich. Oh. Hm. Oh. Das riecht. Oh. Riecht nach Gummi hier. Plastik. Direkt aus der Fabrik Neuwagengeruch. Oh. Da bin ich gleich high, hör mal. Ich habe heute Kopfschmerzen gekriegt. Noch ein bisschen mehr von. Sag mal, hier ist. Da bin ich jetzt bekloppt. Ich kann mich doch nicht so an die deutschen Informationen hier vorbei. Ah, da. Wichtige Sicherheitshinweise. Vorsicht, Stromschlaggefahr. Mal gucken, was müssen wir vorher machen? Aktuelle Zertifizierung und Nutzung finden Sie im Handbuch, sofern im Lieferung enthalten. Hinweis: Nicht allen Produkten, nicht an Benutzern vorbei. Wurde bei Ihrem Produkt kein Handbuch mitgeliefert, finden Sie die aktuellen Zertifizierungsinformationen unten. Ach Gottchen. Rechtsmittel verhalten oder nicht mehr. Verhalten oder nicht mehr. Ausnahmen. Garantie und so weiter. Da steht hier Vorsicht, Stromschlaggefahr. Eins befolgen Sie bei der Installation. Die Anweisungen und so weiter und so fort. Netze liegen hohe Spannung an. Ist mir klar, das Produkt ist nur für den Betrieb im Innenbereich gedacht. Schade, ich habe gedacht, ich könnte das draußen betreiben. Verwenden Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wasser oder bei hohen Temperaturen oder was nennen die hohe Temperaturen? 40 Grad, dann habe ich eben so ein Problem. Stilles Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizlüfter, Heizung, Öfen oder anderen Quellen erzeugenden Geräten auf. Also nicht in der Nähe von der Sonne. Ist in Ordnung. Führen Sie keine Gegenstände in die offenen Bereiche oder Lüfter geht das Netzteil ein. Habe ich nicht vor. Sei nicht wie ein Kleinkind. Modifizieren Sie keine Kabel oder Steckverbindungen, die Lieferung. Da hüte ich mich vor. Naja, ihr könnt es ja selber lesen, was da alles noch steht. Verwenden Sie nur mit dem Netzteil mitgelieferte Schrauben. Nichtbeachtung, Herstellergarantie, das Netzteil wurde entwickelt, nur bei Verwendung innerhalb eines holzschön geschlossenen Metallgehäuses. Schade, darf ich das nicht im Bierkasten einbauen oder wenn ich mir ein Gehäuse aus Legosteine baue? Ja, ihr werdet lachen. Habe ich auch schon öfters gesehen. So Internet, dass dann Leute ihre Rechner, ihre Motherboards zum Beispiel in Bierkästen einbauen. Ach nö, schon wieder so ein Kabel. Davon habe ich. Ich kann euch damit totbomben. Ich habe letztens 20 Stück davon verschenkt, hör mal. Ich sage, wo ich angefangen habe, da habe ich keins gehabt und
Ich glaube, zu meinen Hochzeiten habe ich davon 60 Stück gehabt. Kann das sein? Hört schon wieder ein. Ich habe noch so viele, die im Originalzustand noch sind, weil man kann ja die alten Kaltgerätestecker weiterverwenden. Also ich habe, mein älteste ist vom 128D, mein ältestes Kabel. So. Na, gucken wir mal. Oh, lecker. Mmh. Do not eat. Schade. Was haben wir hier sonst alles drin? Warte mal. Die haben was von Schrauben erzählt. Ich weiß, beim Shaku-Netzteil hatte ich Schrauben dabei. Oh. Mmh. Oh. Mmh. Oh. Mmh. Neues Netzteil. Ich weiß, alles provisorisch gerade hier. Da sind sie ja, die Schrauben. 3, 4 Stück an der Zahl. Mehr brauchen wir nicht. So, das war das Netzteil. Der Karton. Ja, dann würde ich sagen, ich lege euch wieder weg und pack das Ding mal aus. Ich schnüffel gerade ein bisschen. Ich finde sowas geil. Neuwagengeruch. Nigelnagel, neues Netzteil. Obwohl ich eigentlich mehr, also ich sage, ich stehe so auf Gerüche, hier so Gummi oder so. Wenn ich durch die Fahrradabteilung zum Beispiel irgendwo gehe oder wo Reifen sind. Hui. Aber noch besser gehe ich auf Vanillenzucker ab. Gehen wir durch die Backabteilung immer. Ich stehe dann sofort, bleib dann sofort da stehen. So, was haben wir denn alles? Das ist das Corsa-Netzteil. Corsa VS40. Ach, hier oben steht es drauf, was das Ding alles kann. Highpot und Kaltpot und Kaffeepot und was weiß ich alles. Corsa Memory Inc. Ja, die haben wir mit Arbeitsspeichern angefangen, ne? Also ich kenne zumindest Arbeitsspeicher von denen. Was sagt er hier? Maximal Combined 432 Watt. Naja, Total Power 450. Dann hat ja, wie gesagt, 20 Watt weniger. Lass mal gucken. Macht, was ihr wollt. PC Express sollte er jetzt aber 6 Steckerchen haben. So, ich würde sagen, ich schraub das mal eben auseinander und dann gucken wir mal. Also das ist nicht das Netzteil, sondern hier die Verkabelung. So, das Netzteil ist verbaut. Gucken wir mal. Ah, das war mir wichtig gewesen, dass der 2 PCI Stromanschlüsse hat für die Grafikkarte. Wie gesagt, beim anderen Netzteil ist das durch den Adapter hergeholt worden. So, was haben wir denn hier? Das ist hier noch der klägliche Rest an Molex-Steckern. 2 Stück und noch einen alten Anschluss für ein Diskettenlaufwerk ist auch noch da. Muss ich mal gucken. Netzteil bzw. Verbraucher, die ihn benötigen, habe ich keine mehr hier drin. Außer der Lüfter da, aber der wird übers Netzteil, übers Motherboard gespeist. Der hat aber noch so einen Molex-Anschluss, falls man keinen Anschluss auf Motherboard frei hat. Dann habe ich noch einen Lüfter, den kann man da anschließen. Ansonsten ist der Anschluss, kann man die schon mal wegtun. Ja, muss ich hier gleich mal das Gehäuse mal ein bisschen ordnen, dann fällt wieder raus. So, jetzt habe ich ein anderes Problem hier. CPU. Ein 6er Anschluss. Das Board hat aber nur, wo sind sie denn jetzt hin? Die habe ich doch gerade nur gesehen. Ach, da oben, ganz hinten versteckt. Hat einen 4er Anschluss hier oben. ATX 12 Volt. So, beim alten Board konnte man, hatte zwar auch ein, hier so einen 8er Anschluss gehabt, aber den konnte man trennen. Aber ich sehe gerade hier, das Feature ist zwar da, man sieht hier die, wo auseinandergehen soll, aber irgendwie sind die noch nicht richtig getrennt. Die sind richtig zusammen hier noch. Muss ich mal gucken, wie ich die auseinanderkriege. Ich hoffe, ich muss hier nicht zu ernsteren Mitteln greifen. Sprich, Kneifzange und so weiter. Vielleicht doch. Kann ja sein, dass die nicht richtig aus der Form gekommen sind. Naja, werde ich gleich mal ausprobieren.
So, hab's geschafft. Die sind zusammengeklipst. Ich weiß nicht, ob man das hier eben sehen kann. Hier sind so kleine Klipse. Also die, die ich kenne, die musste man so ineinander schieben. Aber die steckst du zusammen. Siehst du da? Kannst du sehen? Okay, Problem gelöst. Ich wollte sagen. So. Dann gucken wir mal. Dann verkabel ich jetzt mal weiter und wir sehen uns gleich wieder. Bevor ich weitermache, was mir noch so gerade auffällt oder einfällt hier gerade zu dem Netzteil. Da hat jemand geschrieben, Netzteil vollkommen in Ordnung. Einzige Kontra ist, dass die nicht bis unten hin hier mit diesem Gitter ummantelt sind. Was hätte er denn zum anderen Netzteil gesagt, was ich hier habe? Früher hat man das überhaupt nicht gehabt. Da lagen die Kabel einfach nur so rum, als hätten dieses Gitter nicht gehabt, oder was es immer hier sein soll. Ich sag mal jetzt Gitter, hier so ein Fischnetz, sag ich mal. Und das andere hat das gar nicht. Außer beim Hauptstrang hier. So, Netzteil ist verbaut. Alles ist angeschlossen. Und ich würde sagen, Willi, go! Netzteil ist verbaut, der Rechner in seiner alten Position und ich schalte ein. Und es tut sich nichts, vielleicht sollte man vorher noch den Schalter umlegen. Ah, okay, Rechner geht an. Bild haben wir auch, sehr schön. So, das war's. Netzteil ist verbaut. Der nächste Rechner, der dran kommt, ist noch nicht die SSD hier. Da muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen, bevor ich die einbaue. Aber ich werde jetzt den anderen Rechner holen, wo ich jetzt das alte Munich-Netzteil einbaue. Samt Motherboard und CPU, die zu diesem Lüfter hier gehört. Thank you.